Willkommen zu meiner Anime Top 5 des teuersten Merchandise. Platz 5. Wollt ihr euch ein neues Smartphone kaufen, aber iPhones und die Handys von Samsung sind euch einfach zu langweilig? Wie wäre es dann mit dem Neon Genesis Evangelion Smartphone namens Nerf Edition SH-060 Cell Phone? Für 658 Dollar bekommt ihr das limitierte 3D-Smartphone von Sharp, welches vor knapp 2 Jahren auf den Markt kam. Aber anstatt dass nur ein langweiliges Nerf-Logo auf der Rückseite des Handys eingraviert wurde, ist das Nutzerinterface ein Replikat vom Layout des Magi-Computers aus der Serie. Neben einigen Hightech-Funktionen besitzt es auch eine Antenne, mit der man Fernsehen HD empfangen kann. Na, das ist doch mal ein nettes Feature. Platz 4. Auf Platz 4 haben wir eine Anime-Figur oder Puppe, je nachdem wie man es nennen will. Generell sind diese ja schon recht teuer und je nach Verarbeitungsqualität können die schon mal auf 200 Dollar ansteigen. Im Hintergrund seht ihr nun eine limitierte Edition einer Porzellanpuppe, welche Victorique de Blois aus Gothic nachempfunden wurde. Viele Sammler würden für solch eine Figur alles geben, schließlich hat die Firma Sukemura nur 25 Puppen hergestellt. Und das lassen sie sich auch gut bezahlen. Eine Puppe kostet nämlich 1034 Dollar. Platz 3. Yep, ihr seht richtig. Das ist ein Hello Kitty Sofa. Was? Es gefällt euch nicht? Wie wär's dann mit der Edition von My Melody oder Purin? Wenn diese euch gefallen, dann könnt ihr sie für 2500 Dollar ins Wohnzimmer stellen. Jedes dieser Sofa wurde von Shizuko designt, welcher sich bemühte, dass diese so süß wie möglich aussehen. Oder habt ihr schon mal ein Sofa mit Hintern gesehen? Platz 2. Auf dem zweiten Platz ist ebenfalls eine Figur, diesmal Asuka aus Neon Genesis Evangelion. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum eine solch mehr oder weniger normale Figur auf dem zweiten Platz ist. Ganz einfach, so normal ist sie nämlich gar nicht. Und zwar ist die Asuka-Figur stattliche 1,60 Meter groß. Mit anderen Worten, es ist eine lebensgroße Asuka. Bei der Firma Genex könnt ihr euch neben Asuka auch noch Rei oder Kaworu für schlappe 4.300 Dollar ins Wohnzimmer stellen. Schön finde ich sie ja, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Platz 1. Was Genex mit ihren lebensgroßen Anime-Figuren können, das können wir schon lange. Hat sich wohl Bandai gedacht und einen lebensgroßen Roboter aus der Serie Gundam erbaut. Der Gigant ist über 18 Meter groß und steht in Tokio. Wie viel das Replikat letztendlich gekostet hat, wurde noch nie von offizieller Seite veröffentlicht. Schätzungen zufolge soll der Preis des Gundams bei knapp 725 Millionen Dollar liegen. Ach ja, falls ihr gerade mit dem Roboter liebäugelt und ihn euch kaufen wollt, dann muss ich euch leider enttäuschen. Der Koloss ist unverkäuflich, dafür könnt ihr ihn aber jederzeit besuchen und bestaunen oder ihr geht in das naheliegende Gundam Café, Gundam Museum oder Gundam Hotel. Okay, das war's mit meiner Anime Top 5 des teuersten Merchandise. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!